heute. Ich wurde darauf angesprochen, dass ich euch doch vor ein paar Wochen mal meinen Pool zeigen wollte. Und ja, die meisten anderen Videos sind ja vorproduziert. Das hier ist jetzt nicht vorproduziert. Das ist relativ zeitnah an dem, wie ihr es auch seht. Ich habe jetzt extra noch dieselbe Tischdecke jetzt mal rausgesucht, die ich jetzt in letzter Zeit öfter in den normalen Videos, vorproduzierten Videos benutzt habe. Und ja, gucken wir uns das Ganze doch mal an. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich es irgendwie schaffe. Boah, diese Geräusche. Diesen Ordner so zu positionieren, dass ihr auch alles dabei seht. Das ist schon eine Herausforderung für sich. Naja, das sollte reichen. Gehen wir mal auf diese Seite. Hier habe ich meine Länderseite. Hier unten ist ein Fetchland, weil man hin und wieder mal ein Fetchland spielt. Ein Ganyo Castle, weil wir teilweise sehr viele legendäre Kreaturen haben. Und damit können wir eben legendäre Kreaturen 2 Schaden beschützen. Flagstones auf Drokair, damit können wir relativ gut mit Cataclysm arbeiten. Cavern of Souls, wenn sehr viel Blau rum ist. Ancient Tomb, wie gesagt, die zweite davon spiele ich aktuell im Mainboard, weil ich ja mittlerweile mit den Chalice spiele. Eine Desert, die habe ich mir irgendwann mal geholt, weil so viele, wie hießen sie? Baleful Strix, Icefang Kotal und sowas rumlief. Da ist die auch gar nicht mal so schlecht. The Mishra's Factory, einfach weil es ein Mainland ist, was eine Kreatur sein kann. Der Tower of the Magistrate ist tatsächlich fürs Mirror super stark und auch gegen jegliche andere Art von Ausrüstungsdecks sehr, sehr gut. Und das Prismatic Vista ist ähnlich wie die Windswept Chief, einfach nur als Fetchland gedacht. So. Gehen wir mal weiter zu unseren normalen Karten. Das hier sind die wenigen Silence, die sind jetzt auch schon ein bisschen älter. Habe ich mir damals geholt, weil eben mir auch die ganzen Stormnecks ein wenig auf den Sack gingen. 4 Squadron Hawks, 4 Force of Virtue. Das Deck-Tag habt ihr schon gesehen. Das ist eine weitere Art des Death in Texas, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Besser noch als das eigentliche aktuelle normale. So, fangen wir. Ja, das muss schon mal ein bisschen hintergeschoben werden. Fangen wir hier oben an. Wir haben hier oben. Oh Gott, das glitzert alles noch so ein bisschen. Also nicht glitzernd, sondern was normalerweise auch tut, sondern so ein bisschen. Ja, wir haben hier oben eine Shalive, 4 Mana, 3-4. Man kann sich und andere Leute schützen, gerade gegen Discard ganz gut. Resto Angel wurde eine Zeit lang als vierte oder fünfte Flickabits gespielt. Der zweite Palace Jailer, wenn mehr Kontrolle unterwegs ist. Die Brimas, wenn sehr viel Rot unterwegs ist. Mirror Crusader gegen Schwarz-Grün, also weil es Bug sehr groß war. Dann den Ringmare für zusätzliche Talias. Mangara ist die absolute ikonischste Karte in dem ganzen Deck, weil mit Mangara Karakas kann man halt so viel Quatsch bauen. Talia ist sehr, sehr gut, wenn man in einem Meta spielt, wo sehr viel Eldrazis und so weiter gespielt wird. Brightling ist tatsächlich eine Kreatur, die sehr gut im Kontrollmeta ist, genau wie Hokori, aber Brightling ist halt eher so in einem netten Kontrollmeter unterwegs. Kori ist ganz, ganz stark in so, ich habe 20 Länder und du machst gar nichts mehr Meter. Flickerwisp ist meine vierte, ich spiele immer noch nur 3, auch wenn ich dafür jetzt mittlerweile schon seit über einem halben Jahr gehatet werde. Remorseful Cleric gegen jegliche Art von Graveyard Decks. Dann haben wir den Aegis of the God. Den Aegis of the God, der gibt uns Hexproof. Es gibt auch, hier wird jetzt einmal ganz kurz gespoilert. Wenn ich ihn finde. Hier, den suchte ich. Spoiler wieder zu. Ich bin vorbereitet. Ich mache das auch gar nicht spontan oder so. Den True Believer, der ist mit 2 Mana 2-2, you have Shroud. Und der Aegis ist halt für 2 Mana 2-1, you have Hexproof. Der ist aber ein Human. Das sind beide Human. Das ist beide Human. So ist es gut. Aber er ist eben nur 2-1. Dafür kann man ihn aber mit, da er eine Verzauberungskreatur ist, mit einem Enlightened Tutor suchen, was zum Beispiel eine ganz nette Taktik ist, genau wie den Spirit of Labyrinth, dass jeder noch eine Karte pro Runde ziehen darf. Die beiden kann man halt sehr gut spielen, sobald es irgendwie damit geht. Der zweite Containment Priest. Ich habe früher mal 2 gespielt. Das ist der Grund, warum ich den hier drin habe. Ach, die gespoilerte Seite. Wieder hier oben anfangen. Der Devoted Lightcaster gegen Marit Lager, als der so groß war.
Der Elven Mind Sensor, den habe ich mir einfach geholt, weil ich habe den damals mal gespielt, 3-4 Mal. Und der überrascht immer noch manchmal Leute. Ich habe neulich einen FNM damit gewonnen, nur weil ich den mal wieder reingepackt habe. Der dritte Recruiter, wenn sehr viel Blau-Weiß unterwegs ist. Fiendslayer, auch hier ist es eher, wenn Rot unterwegs ist, also gegen Burn und so weiter, ist der ganz gut, weil er hat halt auch sozusagen Hexproof von roten Spells. Er hat Lifelink, Erstschlag, ist ganz gut. Silverblade ist halt ganz gut, wenn der Gegner einfach mit nichts rechnet, man einfach mit einem Doppelschlag, mit zwei Doppelschlag-Kreaturen End of Turn noch einfach reinschwingen kann. Firewalker gegen Rot, ähnlich wie im Modern. Auch der Oroken-Champion ist im Endeffekt nur ein weiterer Core Firewalker für mich. Immer wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, kriegt man Leben, das ist ganz nett. Imposing Sovereign, Kreaturen kommen getappt ins Spiel, ist eine Talia für günstiger, falls man es schneller braucht. Der Zera Avenger ist ein 2-Mana-3-3er. Wie gesagt, ich bin kein Fan von dem, aber es gibt ganz, ganz viele Leute, die ihn spielen. Aiden Halftail ist 2-Mana-2-2 und man kann gerade im Mirror Schutz vor Weiß geben oder man kann Spells Weiß machen. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Teethtaker und Precinctive Captain sind in der Theorie, das ist eine weitere Talia, das ist ein weiterer Brimas, das sind einfach nur kleine andere Versionen der beiden Karten. Dann haben wir den Warpriest of Toon. Warpriest of Toon nimmt nur eine Verzauberung raus, dafür kriegt der Gegner die Verzauberung auch nicht wieder, weil sie einfach destroyed wird. Crossbow Infiltrary ist dasselbe wie das Desert, einfach eine angreifende, blockende Kreatur einen Schaden schießen. Celestial Purge, ich weiß nicht, warum die hier drin ist, also gerade in dem Fall ist halt ganz gut gegen diese ganzen Renin Sakes, die halt viel unterwegs waren, gegen Gurmag Engler, Liliana of the Veil und so weiter und so fort. Die drei Judges Familiar sind, also man spielt maximal einen. Ich habe drei, weil ich eigentlich ein Playset haben will, weil ich die tatsächlich sehr gut finde. Aber den einen spielt man einfach nur zum Surprise-Kontern. Jeder rechnet mit einer Mutti, man kann den benutzen. Path to Exile, die Nummer 2, weil man hier wie auch 2 spielt. Der Tribe Inspector ist ein 1-Mana-1-2er, der eben eine Karte ziehen lässt, wenn man möchte. Gideon's Lawkeeper, 1-Mana-1-1 Tap-Tag Creature. Oder der Izanti Javeliner, das dürften die Pauper-Leute unter euch feiern, 1-Mana-1-1, kommt mit der Javelin-Counter ins Spiel, tappen, einen Javelin-Counter runternehmen, einen Schaden schießen. Das sind alles Kreaturen für den neuen Ranger Captain of Eos. Den habe ich aktuell im Deck, den kann ich euch nicht zeigen, aber ihr werdet den garantiert auch googeln können. So, dann, ach oh Gott, es hört nicht auf. Wir haben hier unsere 4 Mother of Runes, die nicht mehr gespielt werden. Wir haben eine Sunlands, die eben eine nicht-weiße Kreatur 3 Schaden schießt. Spiele ich relativ häufig hin und wieder, also relativ häufig hin und wieder mal, relativ häufig im Sideboard. Wingshards ist tatsächlich eine Karte, die immer mal wieder, wenn viel True Name unterwegs ist, ich immer wieder auspacke, um die Leute ein bisschen abzufacken. Honor of the Pure, ganz einfach aus dem Grund heraus, weil Black Engineer mir so hart auf den Sack geht. Isolate kommt aus der Zeit, wo es noch den Deathrite Shaman gibt, wo man für einen Mana Exil Tage Permanent Mana Kosten 1 einfach exilen kann. Banishing Light und Oblivion Rings, theoretisch die ähnliche Karte, fast dieselbe Karte. Auch hier gegen Show and Tell oder als normalen Removal ganz gut. Blessed Alliances ist ähnlich wie Wingshard, einfach nur um die Kreatur opfern zu lassen. Man kann zwei Kreaturen enttappen, das passiert relativ selten, oder man holt 4 Leben. Mit Escalate spielt man es eigentlich nie. So, dann, oh, es geht immer weiter. Der Hushbringer, 2-Mana-1-2, fliegend Lifelink und Kreaturen, die ins Spielfeld kommen oder sterben, triggern nichts mehr. Weder sich selber noch die anderen. Der ist ein bisschen kontrovers, weil er auf der einen Seite die Flickerwisp und die Stormforge und so weiter abschaltet, auf der anderen Seite dieses Prevent from Dying ist so gut. Orym's Chant ist einfach nur ein Time Walk. Für einen Mana kann der Gegner keinen Zauber die Zone spielen und für ein weißes Kickern kann er nicht mehr angreifen. Das heißt, er kann im Endeffekt gar nichts tun. Ist ganz nett, wenn man einfach eine leere Hand hat und man Time Walk spielen kann für 2 Mana. Disenchant ist zerstören Artefakt oder Verzauberung. Ja, wenn mal wieder viele Artefakte unterwegs sind. Cast Out ist ähnlich wie der Oblivion Rings, kostet Mana mehr, hat dafür Flash und man kann es für ein weißes cyclen. Also tatsächlich ist das die Karte, die ich am meisten von den dreien benutze. Gideon, Ally of Zendikar sind, ist, auch wenn es 2 sind, ist eine 4-Mana
Planeswalker, den man halt gegen Control spielen kann, weil er halt zwar Zweier spawnt und mit 5 halt ordentlich ins Gesicht prügelt. Man kann ihn gegen sowas wie diese ganzen 4-Color-Control-Snow-Sachen und so weiter spielen, weil er eben ein Emblem gibt, um +1/+1 zu geben. So. Disenchant als Verzauberung, Seal of Cleansing, man spielt es für 2, man kann es irgendwann opfern, um eine Artefakt oder Verzauberung zu removen. Relativ wichtig gegen Enlighted Tutor. Mit Enlighted Tutor kann man sich nämlich eine Artefakt oder Verzauberung oben aufs Deck legen. Dann kann man sich Cast Out drauflegen, Seal of Cleansing, Oblivion Ringe und eben auch die Kreaturen, die Verzauberungskreaturen. Im neuen Theros sind ja auch noch ein paar lustige gekommen, aber die habe ich alle noch nicht getestet. Habe ich einfach aktuell noch keine Zeit für gehabt. Dann haben wir Abolish. Abolish zerstört ein Artefakt und eine Verzauberung, genau wie Disenchant und Seal of Cleansing. Man kann aber eine Ebene von der Hand abwerfen und die Karte spielen, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. White Knight ist einfach nur drin, weil es der White Knight. Und der White Knight hat Schutz vor Schwarz und Erstschlag. Ich habe eine Zeit lang, hatten wir relativ viele Death and Texas-Spieler bei uns und jedes Mal, wenn jemand mit Death and Texas einen höheren Platz gemacht hat, hatte ich so einen Stapel White Knights dabei und habe jedem dann einen White Knight gegeben, der einen höheren Platz gemacht hat. Crusade, weiße Kreaturen kriegen +1/+1, ist wie Honor of the Pure, aber tatsächlich einfach ikonischer. Das ist der Grund, die beiden Karten sind mehr ikonisch hier drin, als dass sie wirklich gut sind. Wenn, dann würde ich wahrscheinlich eher Honor of the Pure spielen. Dann haben wir die Aegis of Honor. Für einen Mana ist eine Verzauberung, die das nächste Mal, wenn eine Instant oder Sorcery uns Schaden zufügen würde, wird stattdessen der Schaden verhindert und auf den Spieler zurückgeworfen. Hier gegen Rot sehr, sehr gut. So, hier ist meine Seite des Charmes. Weil man sieht, hier ist nichts voll. Ihr habt davor gesehen, ich habe relativ viel von dem Deck mittlerweile in voll, weil ich es jetzt auch schon sehr lange spiele und sehr gerne spiele. Hier oben die Aurokin Salvager sind vom Bomberman, die könnt ihr einfach ignorieren. Die Orts of Artvokis gibt es noch nicht in voll. Spiele ich tatsächlich nicht, habe ich eine Zeit lang gespielt als pure Beater. Im puren Beatdown-Plan sind die ziemlich cool. Kataki, der ist mir einfach zu teuer in voll für noch so eine Mech-Karte. Aber den muss ich mir noch besorgen. Serenity gibt es nicht in voll. Zwei meiner Verzauberungen, um eben alle Artefakte und Verzauberungen zerstören. Genau wie es ihn aktuell noch nicht wirklich in Folge hat, aber ich habe da was lauschen hören, dass da was kommt. Dramana 3-2 Wachsamkeit, wenn er stirbt, kriegen wir so viele 1-1 Spirit Token. Den würde ich auf jeden Fall super gerne spielen. Aber wenn man das ganze Deck in voll spielt, ist sowas halt etwas schwieriger zu spielen. Dann haben wir die Friedensstifterin. Ich muss die unbedingt in Englisch austauschen. Gut, dass ich dieses Video mache. Was zur Hölle? Warum ist das Deutsch? 3 Mana 1-1. Und Beschwörung einer Friedensstifterin. Man muss jede Runde 2 Mana bezahlen, sonst wird die geopfert und Kreaturen können nicht angreifen. Das ist halt ähnlich wie in Ancestral Bridge als Kreatur, ist ganz gut. Absolute Law, alle Kreaturen kriegen Schutz vor Rot, ist wunderbar gegen Burn oder ähnliches oder auch gegen Moonrat Prison. Energy Storm, 2 Mana mit Conti versorgen, das heißt, es kostet jede Runde 1 Mana mehr, also 1 Mana, 2 Mana, 3 Mana, 4 Mana, 5 Mana, 6 Mana. Und jeglicher Schaden, der bei Instant or Sorceries angerichtet wird, wird auf 0 reduziert. Und Kreaturen mit Fliegend enttappen nicht. Die sind halt gegen Ur-Delver, als Ur-Delver und Ruck-Delver so die Decks waren, habe ich die mit reingenommen. Der Shit. Humility ist für 4 Mana eine Verzauberung. Alle Kreaturen verlieren alle Abilities und werden zu 1-1 sein. Ist sehr stark. Wenn man dann noch Holy Light dabei spielt, 3 Mana, all non-white creatures, kriegen -1/-1. Damit kann man zum Beispiel auch das Board clearen. Das ist auch eine alte Karte. So. Wir sind noch nicht fertig. Kommen wir zu den Artefakten. Bei den Artefakten wird's, oh, das wird shiny. Das ist shiny. Ja. Hier oben ist mal wieder so eine Charmkarte. Ich hoffe ja immer noch, dass ich die mal hier verkaufen werde. Das ist das Feast and Famine Judge Reward. Und da mir das normale Feast and Famine in Foil holen kann. Weil man sieht, ich habe hier Truth and Justice, War and Peace, Light and Shadow und Sehnen und also Senior und Steel alle im neuen Artwork, weil ich die ganzen Schwerter alle haben möchte, bis auf das Body and Mind, das ist Kacke. Alle anderen sind irgendwo spielbar. Winter Orb, einfach nur damit Leute mir die Kreaturen, die ganz viele Länder spielen, mir meine Kreaturen lassen und sich eher auf so einen Quatsch konzentrieren, das zu removen. Ist ganz gut gegen sowas wie 12 Post oder ähnliches, das groß war. Epurasit ist halt tatsächlich, wie ihr gesehen habt, im Hawk in Texas ganz witzig. Ist auch generell einfach eine gute Karte, weil sie einfach für 2 Mana 4-4 ist, wenn man sie mit der Fiole reinbringt.
Und in der Zeit, wo eben so viel Grixis gespielt wurde oder auch Buck gespielt wurde, gab es einfach kein Exile-Removal dafür. Und dementsprechend kamen die halt immer wieder. Elbrus, auch hier eine Karte, die ich, das Schwert benutze ich nur im Hawk in Texas, manchmal aus Fun, wenn sehr viel Blau-Weiß rumläuft, einfach nur um die Leute zu schocken. Manrikki Guzari ist fürs Mirror extrem stark, weil man einfach gegnerische Ausrüstung zerstören kann. Die Damping-Sphären sind einfach gegen, auch wie Winter Orbs, gegen 12 Posts oder ähnliches ganz gut. Ratchet Bombs gegen so Dinge wie, oh Gott, jetzt fällt mir dein Token. Ausrüstung vom Gegner natürlich, weil die können uns natürlich auch sehr wehtun. Dread of Night, das ist die Karte, die ich gesucht habe. Delver oder auch der Death Shadow und ähnliches. All dafür ist die Ratchet Bomb richtig gut. So. Ey. Nein, ich habe hier alles verzogen. Lassen wir das. Wir haben jetzt hier die Ensnaring Bridge noch, die wird demnächst ausgetauscht, die neue ist schon auf dem Weg für die 8. Edition. Ein Torment Script, ein Gravedigger's Cage, einfach nur als Gravejet-Hate-Karten. Der dritte Revoker, als zu dem Zeitpunkt, wo so unglaublich viele Planeswalker gespielt wurden, so mit Oko, Renan 6, Jace und sonst was, braucht man einfach mehr davon, das ist genau wie die Needle. Und eine Walking Ballista für das Weiß-Matchup. Genau, da hat man das Sword of Sinew and Steel. Die letzte Seite, aber hier sind nur Teile davon. Zwei Surgical Extractions, zwei Fairy Macabres und das Dismember. Vieles davon, wie der Plague Engineer, der Plague Crafter, der Xillite Jailer, die Fatal Push, die Lilana Triumphs, sind eher fürs Black in Texas gedacht, also für die schwarz-weiße Version. Aber auch die sind relativ interessant für Leute, die sich einen Death in Texas Pool aufbauen wollen. Genauso wie hier in Rot. Natürlich die Magus of the Moons, die Kari finde ich sehr, sehr stark, weil sie einfach ein zusätzlicher Beater ist und zwei Mana, echt der Wahnsinn. Gutshot, natürlich Gutshot. Zwei Cunning Spark Mages, weil ich hatte einen und manchmal will man einfach einen zweiten spielen. Goblin Crater Maker, eine der besten Karten des letzten Jahres. Sudden Demise, um gegnerische Kreaturen aus dem Weg zu räumen. Pia und Kira Nala, einfach weil sie mit Karakas absolut broken sind. Abrade, um einen sehr, sehr starken Removal für Artefakte und Kreaturen zu haben. Und die Direfleet Daredevil plus den Harsh Mentor hier unten, ganz hier unten. Ich tue den mal kurz hier hoch. Ja. Die einfach gute, gute Kreaturen sind. Ja, das war mein Texas Pool, glaube ich. Ich gucke mal gerade. Also theoretisch sind hier noch zwei Karten. Theoretisch hier noch der Orts of Pontiff und hier noch die Dryad Militant. Und dann war's das. Das ist mein Texas Pool. Und ich hoffe, ihr habt nicht allzu schnell abgeschaltet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr noch irgendwelche Digestion habt, wenn ihr noch was gesehen habt, was hier nicht drin ist, was jetzt nicht in den letzten 2, 3, 4 Wochen rausgekommen ist, sodass ich das noch gar nicht haben kann, dann schreibt mir das mal rein, weil ich rede darüber ganz gerne mit Leuten, was man so spielen kann, was die Leute so spielen. Es gibt ganz, ganz crazy Sachen, die Leute spielen. Und ja, mittlerweile sind die Chalice bei mir halt im Sideboard gelandet. Die Elder Swans sind geliehen aktuell. Sonst wären die hier drin. Und ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blixit. Ciao, ciao.